Ja, Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Verwandte. Ich möchte gerne mit euch über eure Verwandten sprechen oder über einzelne Verwandte. Was habt ihr mit Verwandten, mit Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Mama, Papa und so weiter schon erlebt? An schlimmen Sachen, an traurigen Sachen, an verrückten Sachen, an ungewöhnlichen Sachen, Streit mit Verwandten, Erbschaften vielleicht von Verwandten, unerwartete Erbschaften oder Erbschaften, die ihr auch erwartet habt und dann irgendwie nach einer gewissen Zeit vielleicht steinreich geworden seid aufgrund einer Verwandtschaft oder vielleicht auch verbotene Liebe zwischen Verwandten. Jeder von uns hat ja so, das eine oder andere Extreme schon erlebt mit Verwandten. Was ist eure Geschichte? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Unser Thema Verwandte. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht ist die Marie und die Marie ist 20 Jahre alt. Hallo Marie. Hallo. Hallo Marie. Hallo. Ja, du hast dich auch gemeldet zum Thema Verwandte. Richtig. Warum? Ja, also bei mir geht es um die Väter sozusagen. Mhm. Also gleich mehrere. Ja, gleich mehrere, kann man so sagen. Ich habe mit 17 Jahren erfahren, dass der, den ich für meinen Vater gehalten habe, gar nicht mein Vater ist. Aha. Ja. Wer war denn der, den du für deinen Vater gehalten hast? Ja, also das war der Ehemann von meiner Mutter, also ja, mein Stiefvater sozusagen. Und bei dem bist du auch aufgewachsen? Mit dem bist du aufgewachsen? Mit dem bin ich aufgewachsen. Ja. Also ich kannte es nicht anders. Wir haben mich kennengelernt, da war ich ganz klein und ich habe also gar keine Erinnerung an irgendwas anderes gehabt. Und seit deiner Kindheit und Jugend hat man gesagt, das ist der Papa. Richtig. Und davon warst du auch ausgegangen. Ja, richtig. Ja. Also, ja. Und wie hast du denn mit 17 erfahren, dass es eben nicht dein Vater ist? Ja, das war eine ganz gute Geschichte. Also man muss dazu sagen, ich hatte überhaupt gar kein gutes Verhältnis zu ihm. Er war Alkoholiker und hat auch meine Mutter geschlagen. Mhm. Und dann ist er halt irgendwann bei uns rausgeflogen und ein paar Wochen später kam er dann an, Klamotten abholen. Und seine Mutter war dabei, quasi meine Großmutter, und die ist natürlich vollkommen ausgerastet. Mein Sohn tut sowas nicht und all solche Sachen, war richtig in Rage. Mhm. Und ich stelle so einen schönen Klamottensack vor die Haustür und sie schreit rum und sagt, ja, und Marie, habt ihr auch 17 Jahre lang angelogen, dass Georg nicht ihr Vater ist? So habe ich das erfahren. Ja. Das ist aber ein Hammer. Das war ein Hammer. Das war ein Hammer. Wo warst du da? Im Haus irgendwo? Ja, im Haus. Ich stand vor der Haustür, meine Mutter rannte da auch rum und dann ging es natürlich los. Ja, wie kannst du das nur sagen und so. Und ich natürlich im ersten Moment total erschockt. Mir liefen sofort die Tränen runter, aber mehr aus Schock. Und dann hat mich meine Mutter zur Seite gezogen und sagte, ja Marie, das stimmt. Das stimmt, es tut mir leid. Ich sagte, ja, was, wie, ich konnte erst gar nichts sagen. Und ja, dann meinte sie, ja, ich hatte nie den richtigen Zeitpunkt gefunden, dir das zu sagen und so weiter und so fort. Ja. Und wer ist dein Vater? Ja, also ich kenne den Namen von ihm und ich weiß auch, wo er wohnt, aber das war es dann auch. Mehr weiß ich nicht von ihm. Es gibt keine Fotos, wohl nichts, gar nichts und ja. Du weißt, wo er wohnt? Ich weiß, wo er wohnt. Hat es dich nie irgendwie gekribbelt, da mal vielleicht hinzufahren? Oder? Ja, das ist es. Also er lebt in meiner Heimatstadt und ich war öfter mal da, weil der Rest meiner Verwandtschaft noch dort lebt. Und dann stand ich halt auch vor seiner Haustür. Du standst vor der Haustür schon? Ja, schon zweimal stand ich da und habe auch gesehen, dass er da wohnt, habe den Klingelknopf gesehen, aber es ging nicht. Mhm. Also ich konnte das nicht. Aber es liegt wahrscheinlich noch in der Luft, so, ne? Es liegt in der Luft, wobei ich auch sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag zu Hause sitze und mir darüber den Kopf zerbreche. Weiß dieser Mann, weiß dein Vater, dass es dich gibt? Der weiß das. Und was war das für eine Verbindung, die deine Mutter mit deinem Vater hatte? War das so eine Nachtgeschichte oder? Nein, auch, also meine Mutter hat irgendwie Pech mit den Männern. Es war eine längere Beziehung, die wollten sogar heiraten. Es war alles geplant, als sie auch mit mir schwanger war, wollten sie eigentlich dann auch bald heiraten. Aber der war auch Alkoholiker, hat meine Mutter auch geschlagen, auch als sie mit mir schwanger war wohl. Und dann war dann halt Schluss. Und der hat sich dann wohl nach der Geburt noch ein paar Mal für mich interessiert, so Kinderwagen schieben, so ungefähr. Ach so, das schon. Ja. Hat auch, aber nicht mehr lange, also gar nicht. Und das heißt aber definitiv, dass der Mann, den du für deinen Vater gehalten hast, der wusste, dass du nicht dein Kind warst. Ach so, ja, das weiß ich. Das war klar, ganz klar. Das wussten alle, das wusste die gesamte Familie um mich drumherum. Bist du denn ein bisschen sauer auf deine Mutter, dass sie das nicht früher gesagt hat? Nee, ich weiß nicht,
Ich bin nicht richtig. Weiß gar nicht warum, aber ist so. Ja, und das Doofe ist halt, ich habe eigentlich wirklich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ist halt auch eher so wie eine gute Freundin für mich. Wir können über alles quatschen, nur über dieses Thema, das geht nicht. Also wäre für Sie das wäre ihr das unangenehm, wenn du Kontakt aufnehmen würdest zu deinem leiblichen Vater? Nee, nicht direkt. Sie hat mir gesagt, wenn du das möchtest, kannst du das gerne machen. Ja. Also so ist es nicht, aber weiß nicht, ich weiß auch nicht, wer mir da die Tür aufmacht, ne? Also, so was ich so über ihn gehört habe. Und ich meine, er hat sich 17 Jahre lang einen Scheißdreck für mich interessiert. Warum sollte ihn das jetzt auf einmal, beziehungsweise 20 Jahre? Ja, du hast gerade gesagt, er hatte noch ein bisschen Kinderwagen gefahren und dann war plötzlich der Kontakt weg, weil er sich nicht mehr interessiert hat. Das nehme ich mal an. Oder durfte er dich nicht sehen? Nein, das glaube ich nicht. Also, wie gesagt, ich weiß dann viel darüber, aber das denke ich nicht. Aber noch solche Sachen, er hat auch nie Unterhalt bezahlt und all solchen Krams. Also, wobei es sind viele Jahre vergangen. Vielleicht sollte man auch dann einem Menschen nochmal die Chance geben, die Sachen von seiner Seite aus mal zu erklären oder sich vielleicht sogar zu entschuldigen oder. Ja. Ich weiß es nicht, das ist natürlich eine ganz persönliche Entscheidung. Wenn ich mich versuche, in dich hineinzuversetzen, ich glaube, irgendwann wäre ich so neugierig, ich würde den Kerl mal gerne kennenlernen wollen. Ja. Wer weiß, vielleicht fügt sich das ja alles gut und man hat noch eine neue, nette Bezugsperson. Vielleicht auch nicht, aber dann hat man das aus dem Kopf heraus. Dann weiß ich wenigstens. Ja, natürlich, das interessiert mich schon. Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Und natürlich, ich würde ihn auch gerne mal fragen, warum interessierst du dich nicht dafür? Du hast eine Tochter. Interessiert dich das gar nicht, aber... Weil diese Fragen hast du ja auch immer im Kopf, ne? Warum hat mein Vater mich irgendwie alleine gelassen, ne? Warum? Ja, stimmt schon, ja. Und ja gut, also ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach sich vor die Tür stellen und klingeln ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Nee, aber da du die Adresse weißt und das Haus und den Namen, wäre das ja vielleicht per Brief gar nicht schlecht, ihm einfach mal einen Brief zu schreiben und dann kann er ja darauf reagieren, auf das, was du schreibst und sagst. Aber da müsste ich mich wahrscheinlich recht zurücknehmen, weil ich, wenn ich so darüber nachdenke, wäre ich eher wütend. Also, denke ich mir eher so, warum und solche Sachen. Und ich weiß ja auch, wie er meine Mutter behandelt hat. Stimmt, das kommt auch noch hinzu. Aber wahrscheinlich wäre das dann eher der richtige Weg, erstmal einen Brief zu schreiben. Mhm. Und wenn er dann nicht antwortet, dann ist es aber auch völlig klar, dass du den Typ vergessen kannst. Ne? Ja. Ich meine, jetzt hätte er vielleicht nochmal die Chance, einige Dinge wieder gut zu machen, die er schlecht hat laufen lassen damals. Ja, das stimmt schon. Ja, wenn es nicht so ist, ich meine, gut, ich brauche das nicht, habe ich festgestellt. Ja. Da du gerade gesagt hattest, dass du mit diesem Stiefvater, nenne ich ihn mal, mit dem Stiefvater auch nicht so gut zurechtkamst, war das dann sogar vielleicht eine Erleichterung, dass du erfahren hast, das ist gar nicht mein Vater? Ja, das hat mich wirklich in keinster Weise gekratzt im Nachhinein. Ja. Natürlich in dem Moment, wo ich es erfahren habe, war es natürlich ein Schock, ist ja klar. Klar. Nachhinein habe ich mir gedacht, Gott sei Dank habe ich mit dem nichts zu tun. Das war die Verwandtengeschichte von Marie. Und wenn du da irgendwie nochmal aktiv sein solltest, wünsche ich dir alles Gute. Ja, danke schön. Überhaupt alles Gute und alles Liebe, Marie. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Verwandte. Ich möchte gerne mit euch über Verwandten, über eure Verwandte oder über einen Verwandten reden. Was habt ihr schon an ungewöhnlichen, dramatischen, vielleicht traurigen Sachen mit einem Verwandten erlebt? Mit Onkel, mit Schwester, mit Mama, mit Papa, mit Oma, mit Opa und so weiter. Dinge, die ihr vielleicht diesen Verwandten nie verzeihen könnt, nie vergessen könnt. Nie vergessen könnt, vielleicht auch im positiven Sinne. Beispielsweise, dass ihr sehr, sehr gut behandelt worden seid mal von einem Verwandten. Oder dass ihr steinreich geworden seid durch einen Verwandten, kann ja auch sein. Dass ihr eine Erbschaft bekommen habt, die euch vielleicht gar nicht so direkt zustand, aber ihr habt es dennoch bekommen. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die Mailadresse lautet domian@wdr.de. Jetzt freue ich mich auf die Gerda. Und Gerda ist 72 Jahre alt. Guten Morgen, Gerda. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Gerda. Ja. Ja, die Verwandten. Ja, bei mir ist das halt das Problem. Ich habe seit 2,5 Monaten eine Affäre mit meinem Schwiegersohn. Seit 2,5 Monaten Affäre mit dem Schwiegersohn? Ja. Wie alt ist der Schwiegersohn? Der ist 52. Ja. Und wie lange ist der Schwiegersohn und deine Tochter, wie lange sind die schon zusammen? Wir sind verheiratet seit 22 Jahren. Ja. Wie kam es jetzt zu dieser Affäre? Es war das Schlimmste, was passieren konnte, sagen wir mal so. Meine Tochter, die ist in Urlaub gefahren. Ja, und ich habe halt angeboten, mein Schwiegersohn könnte zum Abendessen immer rüberkommen.
Ja, und dann haben wir gegessen, haben ein Flasch Wein genommen, haben uns vom Fernsehen gesetzt. Dann ist es passiert einfach, sagen wir mal so. Ja, sagen wir mal so, Gerda, sowas passiert ja nicht einfach nur so. Da müssen ja, auch. Da müssen ja zwei Leute aktiv gewesen sein. Wer war zuerst aktiv? Ja, das kann man so nicht sagen. Das kam von uns beiden, kann man sagen, in dem Moment. Also nicht klar erkennbar, dass er den ersten Schritt gemacht hat oder du? Wir sind beide dran schuld, kann man so sagen. Ich meine, wenn die 22 Jahre verheiratet sind, begleitest du dieses Paar ja eben auch schon genau diese Zeit. Die haben dich unzählige Male besucht und ihr habt Sachen zusammen gemacht, Geburtstage, Weihnachten gefeiert. Ja, alles Mögliche. War denn das ein Mann, der dir immer gefallen hat schon? Nee, du kannst ja nicht sagen, dass ich irgendwie scharf auf ihn war oder so. Das kann man nicht sagen. Aber ich... Es ist passiert und es gibt mir schon was. Es gibt mir noch das Gefühl, halt attraktiv zu sein, begehrenswert zu sein. Mhm. Aber du bist Single, du lebst alleine. Ich bin Witwe. Du bist Witwe. Mhm. Wie lange schon? Schon sehr lange, 15 Jahre. Ja. Jetzt sagst du, also du bist 72, der Schwiegersohn ist 52, da läuft seit 2,5 Monaten, sagst du, diese Affäre. Was heißt denn das, da läuft eine Affäre? Was bedeutet das? Kann man so sagen, wir treffen uns eigentlich alle 2 Tage, kommt er zu mir. Mhm. Und ich möchte es auch beenden. Ich würde es auch gerne meiner Tochter sagen, weil ich komme damit nicht mehr klar. Er kommt immer zu dir und ihr schlaft miteinander. Nicht immer, aber fast immer. Ja. Was ist denn das für ein Gefühl deiner Tochter gegenüber? Ich meine, du betrügst ja jetzt im schlimmsten Maße deine Tochter. Das schlimmste Gefühl, das ist, die heute Nachmittag war sich hier. Mhm. Und das Schlimmste ist, die haben ja noch 3 Kinder. Mhm. Und meine Enkelkinder. Ich weiß nicht, wenn die das erfahren würden. Ich meine, für die würde eine Welt kaputt gehen. Mhm. Und dann gerade noch mit der Oma. Warum tust du sowas? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Du sagst, du hast das Gefühl, du genießt das Gefühl, noch begehrt zu werden. Ja, ich fühle mich halt in dem Moment, wenn wir zusammen sind, kannst du sagen, ich fühle mich 30 Jahre jünger. Mhm. Ja, es wäre ja auch gar nichts dagegen zu sagen, wenn es nicht dein Schwiegersohn wäre. Ich weiß es auch. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Tochter? Wir haben ein gutes Verhältnis. Was denkt denn dein Schwiegersohn? Ihr redet doch sicher über diese fatale... Ja, was sagt er? Was denkt er? Wie soll es weitergehen? Geht auch nicht gut. Warum beendet ihr das nicht? Ja, wenn wir machen müssen, nur das ist vielleicht auch noch das kleinste Problem. Ich weiß nur nicht, wenn es beende, wie ich mit meiner Tochter umgehen soll. Soll ich ihr sagen? Mhm. Und riskieren, dass sie... Ich weiß nicht, dass sie mich aus ihrem Leben streicht. Wie ist denn die Ehe der beiden? Wie ist denn eine gute Ehe. Also, die ganzen Konstellationen sind letztendlich schrecklich. Die sind sehr schrecklich. Deine Tochter, du hast ein gutes Verhältnis zur Tochter, die haben eigentlich eine gute Ehe, da gibt es Enkelkinder. Ich will meine Tochter nicht verlieren. Die ist das Wichtigste für mich. Was? Ich frage nochmal, was sagt denn der Schwiegersohn? Was sagt er, wie es weitergehen soll? Wir möchten es beide beenden. Mhm. Gut, er möchte es auch nicht, dass ich es ihr sage, um die Ehe zu riskieren, weil er ist ehrlich, er müsste mich auch nicht anlügen. Er sagt, das ist das erste Mal in 22 Jahren. Mhm. Mhm. Wenn ihr sagt, möchte auch meine Tochter nicht verlieren, aber ich möchte sie auch nicht verlieren. Aber wenn ihr sagt, dass ihr das beenden wollt, warum läuft es dann schon 2,5 Monate? Das hätte ja dann einmal passieren können, vielleicht 2-mal, aber dann wäre Schluss gewesen. Warum ist es jetzt immer wieder passiert? Wir haben uns auch vorgenommen und dann haben wir uns doch gesehen. Und dann sind wir irgendwie hochgekommen und dann, wir hatten auch nicht vor, dann miteinander zu schlafen, aber dann haben wir über meine Tochter gesprochen. Waren beide fertig, haben angefangen zu trösten, dann ist es doch wieder passiert.
Ihr wart fertig, weil ihr über die Tochter gesprochen habt. Gibt es da noch andere Probleme? Oder wegen dieses Problems? Wegen diesem Problem. Mhm. Ich meine, jedes andere Problem könnte ich ja mit ihr klären, aber ich weiß nicht, wenn ich ihr was sage, verliere ich sie. Also Gerda, mein einziges Kind, ich weiß nicht, ich will auch nicht meine Enkel verlieren. Mhm. Gerda, ich habe höchstes Verständnis dafür, wenn auch ältere Leute Liebe leben und auch Sex genießen. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Das grundsätzlich gönne ich dir vom Herzen. Aber was da gerade passiert, finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz schlimm, weil da alles kaputt zu gehen droht, was wichtig ist für viele Menschen. Ich sag dir jetzt mal was, das ist meine private Meinung. Ich finde, dass ihr das sofort beenden solltet. Und ich finde, dass ihr einen ganz, ganz, ganz dicken Mantel des Schweigens darüber hüllen solltet. Darum legen solltet. Ich weiß nicht. Es ist niemandem gedient, wenn du jetzt... Ich meine, wenn ich sie sehe, ich meine, ich hätte heute Nachmittag losfallen können, ich weiß nicht. Ja, pass mal auf, das hast du... Ich kann dir doch nicht in die Augen gucken. Ich finde, das hast du dir jetzt eingebrockt, jetzt musst du das auch aushalten, ihr in die Augen zu gucken. In dem Moment, wo du den Mund aufmachst, zerstörst du diese Familie, du zerstörst die Ehe, die 22 Jahre gehalten hat, da gibt es Enkel. Und du zerstörst, du nimmst deiner, unter Umständen deiner Tochter nicht nur den Ehemann, sondern auch die Mutter. Nur um dein Gewissen zu erleichtern, finde ich nicht, dass man den Mund aufmachen sollte. Ich weiß es, ich möchte die Familie nicht zerstören. Ich will meinen Enkel. Dann lass es sein und schweige. Aber lass es aber auch sofort sein. Und wenn du Lust auf einen Mann, eine Beziehung hast, dann such ihn dir auf irgendeinem anderen Wege. Ich hatte vorher auch Beziehungen, so ist das nicht. Nur wann hattest du denn deine letzte Beziehung? Vor einem halben Jahr. Das heißt, du bist gar nicht so eine einsame ältere Dame, sondern da passiert schon noch viel in deinem Leben. Ja, ich bin die typische Oma, sagen wir mal so, ich sehe nicht so aus. Mhm. Umso schlimmer alles, dass du dich darauf eingelassen hast. Ja, ich weiß. Ich finde es wirklich ausgesprochen verwerflich, muss ich dir sagen. Ich weiß, das war das Schlimmste, was ihr hätten machen können. Das Allerschlimmste. Wo es auch überhaupt keine Erklärung und Entschuldigung gibt. Ich weiß, ich habe sowas auch im Talkshow gesehen. Ich habe immer gesagt, das können diese Leute, das könnte hier niemals passieren. Mhm. Mhm. Lass es sein, sofort. Ich möchte es sein lassen. Nur für mich ist das Schlimmste, nicht sein zu lassen, ihr in die Augen zu schauen. Ja, das musst du aushalten. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ich weiß nicht, jetzt die heile Familie spielen soll oder so. Ja, du hast ja jetzt auch schon 2,5 Monate die heile Familie gespielt. Ja, aber das Scheißgefühl ist. Ja, natürlich. Ich denke nur immer, was ist die Alternative? Die Alternative ist unter Umständen kompletter Krieg, der da ausbricht. Ja. Und ich finde, das ist es nicht wert. Das ist diese Wahrheit nicht wert. Ich will es mal so sagen. Man kann es sicher auch komplett anders denken und man könnte sagen, alles muss auf den Tisch gelegt werden. Ich finde es in diesem Fall nicht, um die Familie zu schützen. Nein. Und auch um deine Tochter zu schützen. Sagen wir mal so, ich würde nichts machen, womit ich die verlieren kann. Ja, aber dann sind wir uns doch eigentlich einig, was zu tun ist. Ja. Dass es da keinen tollen, einfachen Weg gibt, das ist uns beiden doch auch klar. Das weiß ich auch. Das hatte ich auch nicht gedacht, dass es einen einfachen Weg gibt. Du musst dich mit deinem Schwiegersohn so schnell wie möglich besprechen und ihr müsst zusammen entscheiden, dass das sofort beendet wird. Das wird beenden. Das ist so. Und dass, das ihr beiden, Problem für mich. Und dass ihr beiden euch besprecht, wie ihr damit umgeht. Und wahrscheinlich ist das für ihn auch vielleicht das noch Verträglichste, wenn geschwiegen wird. Wenn ihr beiden dieses Wissen mit ins Grab nehmt irgendwann. Ja, klar, ich will ihm seine Ehe nicht zerstören. Ich möchte auch nicht die Beziehung zu meiner Tochter zerstören. Möglicherweise auch zu meinen Enkelkindern. Mhm. So, jetzt haben wir alles gesagt, Gerda. Es ist alles gesagt. Dankeschön. Ich sage nochmal, das ist eine sehr subjektive, persönliche Meinung von mir. Man kann das auch ganz anders sehen. Ich bin der Auffassung, du hast mich auch angerufen, du wolltest meine Meinung hören. Ja, ich wollte deine ehrliche Meinung. Ja. Also, dann wünsche ich dir jetzt eine richtige Entscheidung. Mhm. Alles du Gute. Du hast mir sehr geholfen und dein Team und dankeschön. Ich hoffe sehr. Alles Gute, Gerda. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja.
Unser Thema heißt Verwandte. Ihr Lieben, falls ihr gerade reingezappt sein solltet hier bei 1Live und im WDR Fernsehen. Unser Thema heißt Verwandte und ich möchte gerne mit euch sprechen, was ihr wegen eines Verwandten oder mit einem Verwandten schon alles an guten oder vielleicht auch sehr schlechten, sehr schlimmen oder sehr heimlichen Sachen, gerade haben wir eine dramatische, heimliche Geschichte gehört, schon erlebt habt. 0800 220 5050. Die Telefonnummer, die kostenfreie Telefonnummer für euch und die Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Mohammed, 20 Jahre alt. Guten Morgen, Mohammed. Guten Morgen. Hi. Hi. Ja, Verwandte, warum hast du mich angerufen? Und zwar, ich habe meine Cousine geheiratet. Du hast deine Cousine geheiratet? Ja. Ist das eine Cousine ersten Grades? Also eine ganz, ganz nahe Cousine? Und meine Mutter ist, also ihre Mutter ist, und meine Mutter sind Schwestern. Ah ja, dann ist es ersten Grades, ja. Ja. Ich gehe mir davon aus, auch aufgrund des Namens, dass du, dass deine Familie aus dem Ausland kommt, aus Türkei oder irgendwoher. Nee, ich komme aus Marokko. Aus Marokko, okay. War das eine freiwillige Hochzeit oder eine arrangierte? Nee, das war eine, also, wie gesagt, freiwillig. Freiwillig, das heißt, du wolltest das? Ja. Ja, wie lange bist du schon verheiratet? Ein halbes Jahr. Sehr junge Heirat, ne? 20 Jahre bist du? Ja, ich meine... Und wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist 19. 19? Warum habt ihr so früh schon geheiratet? Ja, meine Schwester ist länger verheiratet. Die hat auch meinen Cousin geheiratet. Ja? Domia. Danke, meine Schwester möchte auch mit dir reden. Ja, sehr gerne, aber lass wir beide erstmal sprechen. Ja, okay. Okay? Nun rufst du mich ja an und sagst, dass du deine Cousine geheiratet hast. Ist das für dich irgendwie doch ein Problem oder fühlst Nein, du also ich rufe nur an, weil ich sag mal so, wenn man seine Familie heiratet, das ist doch ein wichtiger Grund. Zum Beispiel, sag ich, eine Familie bleibt hier immer. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Fremden heiratet oder so. Ja. Man weiß ja nie, weil das ist wie... Ach so, du meinst, dass die Verbindung dadurch, dass die Frau aus der Familie kommt, noch enger ist, als wenn sie nur die Frau wäre und dann aus einer fremden Familie gekommen wäre. Ja, das meinte ich ja auch. Ja. Und so auch so allgemein, zum Beispiel auch so mit der Familie, zum Beispiel, wenn wir mal später alt sind oder so, wenn meine Eltern später alt sind, ja. die richtige Familie trägt meine Frau. Da ist immer jemand, der zwischenquatscht, ne? Ja, das ist meine Frau. Die soll mal im Moment ruhig sein. Sei mal leise. Also wenn du meinst, wenn du älter bist und wenn ihr älter werdet, dann ist da ein großer Zusammenhalt mit und durch die Familie. Ja. Ja. Aber nochmal gefragt, die Idee, deine Cousine zu heiraten, kam die von dir? Nee, also doch, das kam schon von mir. Ja. Nee, also doch. Ja. Okay. Warte, Domia? Ja? Meine Schwester möchte auch gerne mit dir reden. Und zwar, sie hat auch einen Cousin geheiratet. Sie sind seit 6 Jahren verheiratet. Okay, dann gib sie mir doch mal. Wir haben auch Kinder. Ja? Wir sind auch alle gesund, sag ich mal so. Auch so meine Eltern. Ja? Okay, dann gib mir die Schwester mal. Ja, okay. Ja. Ich kann besser Deutsch reden, weil... Ja, du kannst das auch schon sehr gut. Keine Sorge. Ja. Okay, dann gib mir mal die Schwester. Hallo, Domian. Hallo, meine Liebe. Wie heißt du mit Vornamen? Ihr Lieben, wir müssen jetzt miteinander telefonieren und da müsst ihr immer ein bisschen ruhig sein, sonst funktioniert das hier nicht. Auch gesagt, also die sollen schon die Klappe halten. Ja, wie heißt du denn mit Vorname? Ich heiße Nadja. Nadja, und du bist auch mit einem Verwandten verheiratet? Genau, ja. Mit deinem Cousin? Ja. Ja, und wie lange bist du schon verheiratet? Dein Bruder hat es gerade gesagt. 3 Jahre. 3 Jahre. Verheiratet, aber bei mir ist es auch so ein bisschen eine Enttäuschung. Also ich habe mir das anders vorgestellt, ehrlich gesagt. War es denn bei dir auch eine freiwillige Entscheidung oder haben die Familien das arrangiert? Nee, bei mir war das schon eine freiwillige Entscheidung, aber ich habe ihn ganz anders kennengelernt. Ja. Und ich hatte nicht gedacht, dass er sich so verändern tut. Also durch die Ehe, nachdem ihr geheiratet habt, hat er sich verändert? Ja, also ich hatte nicht viel mit ihm zu tun gehabt. Das ist zwar mein Cousin, also das ist zwar ein Verwandter von mir, aber wir haben uns nie gekannt, wir haben uns nie gesehen. Ach. Wir hatten nicht viel miteinander zu tun, das war im Urlaub und deswegen. Und warum hast du ihn denn geheiratet, wenn du ihn gar nicht großartig kanntest? Ich wollte ihn näher kennenlernen. Ja. Und um ihn näher kennenzulernen, musste ich halt mit ihm standesamtlich verheiratet sein. Ach so, weil das so die Tradition ist bei euch? Ja. Naja. Also,
zwar nicht die Tradition, aber war jetzt in dem Moment halt so. Und ja, ich habe dann so freiwillig, also ich habe es freiwillig gemacht. Ja, aber ist schon ein bisschen heikel, ne? Wenn man jemanden heiratet, den man gar nicht kennt. Und nur um den kennenzulernen, muss man ihn heiraten, ist schon ja, eher schwierig, würde ich sagen. Eine Familie und die haben mir alle gesagt, er ist okay. Haben die ja auch nicht immer recht. Offensichtlich nicht. Wie ist er denn jetzt zu dir, seitdem ihr verheiratet seid? Ja, also, wie gesagt, ich habe mir das halt ein bisschen anders vorgestellt und... Was gefällt dir denn an ihm nicht jetzt? An seinem Verhalten? Also, sein Verhalten, er geht nie raus, er ist ganz anders, er ist mehr so ein Haustyp. Behandelt er dich auch schlecht? Nein, das nicht. Also das Vertrauen ist irgendwie nicht so da. Ist es eher auch ein bisschen langweilig? Ja, das kann man wohl sagen. Oh. Ein bisschen langweilig. Also die Liebe vergeht auch so ein bisschen, ne? Das ist nicht so wie früher, das ist ja nicht so wie damals. So verliebt in dem. Habt ihr auch schon Kinder? Nein, noch nicht. Nein, das nicht. Schlaft ihr denn oft noch miteinander? Ja, also es geht, ne? Wir sind momentan mehr auseinander als zusammen, ne? Also da ist ja, ich weiß nicht, da ist noch so ein bisschen... Wie siehst du denn, Nadja, die Perspektive, wenn du jetzt schon sagst, das ist irgendwie nicht mehr so dolle? Aber er meint, er wird sich ändern. Also bei mir ist das ja nicht so... ich bin zwar standesamtlich verheiratet, das ist wie eine Verlobung. Wir wohnen noch nicht richtig zusammen. Wir wollten... Aber ihr seid in Deutschland verheiratet. Ja. Wir wollten schon im Sommer oder so zusammenziehen. Das haben wir wohl geplant. Also im Sommer, wenn dann. Aber zusammenziehen löst ja nicht solche Probleme, die du gerade geschildert hast. Das kann ja sein, dass die... Er hat mir erzählt, das würde anders laufen, wenn man zusammen wohnt. Glaube ich nicht so, aber... Ich weiß es doch auch nicht. Wenn er das so meint... ich meine, ihr kennt euch ja schon 3 Jahre und wenn du ihn jetzt so erlebt hast, glaube ich mal... In 3 Jahren, das war ein bisschen kompliziert. Wir haben nie zusammen gewohnt, das ist ja das Problem. Ja, aber ihr habt euch oft gesehen, ne? Oder? Ja, wir sehen uns einmal, zweimal die Woche, manchmal sogar in 3 Wochen zweimal oder so, oder je nachdem, wie es gerade kommt. Wie kommt das denn? Warum wohnt ihr noch nicht längst schon zusammen? Wie bitte? Wie kommt das, dass ihr noch nicht zusammen wohnt? Ja, wir warten auf die große Hochzeit. Wir wollen richtig schön groß feiern und dann wollen wir zusammenziehen. Ach so. Und warum habt ihr jetzt so lange auf die Hochzeit gewartet? Ja, weil das halt finanzielle Gründe hat. Ah, verstehe. Verstehe. Und bei mir ist das Problem, mein Vater ist dagegen, ne? Ach so. Ja, meine Eltern sind, also nicht mehr beide Elternteile, ne? Mein Vater ist schon dagegen. Er möchte nicht dabei sein bei der Hochzeit und er versucht alles Mögliche, dass ich ihn nicht heirate. Alles Mögliche. Also sehr kompliziert, die Geschichte. Die Geschichte ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Und du hast auch noch Bedenken, dass das vielleicht gar nicht der Richtige ist. Das ist natürlich eine schwierige Lage. Ich habe ihm das... Oh mein Gott, ich hoffe, dass er das nicht mitkriegt. Hoffen wir das mal, ja. Ja. Nee. Herr Nadja, wie kannst du dir denn vorstellen, mit dem Mann alt zu werden? Oder bist du da eher skeptisch? Naja, ich suche mich ja... Da würde ich mal an deiner Stelle auf mein Herz hören. Ja, mein Herz ist schon ein bisschen merkwürdig, also... Mal habe ich Sehnsucht nach ihm, mal nicht, mal ärgert mich das so sehr, mal, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, was ich will, vielleicht weiß ich nicht. Naja, also vielleicht ist dieses Zusammenziehen ja wirklich dann doch insofern gar nicht so schlecht, dass ihr danach, wenn das passiert ist, endgültig wisst, ob ihr nun miteinander könnt oder ob ihr nicht miteinander könnt. Ja, genau. Jetzt ist das noch so ein Spekulieren und hin und her überlegen. Ja, genau, dieses Hin und Her, das macht mich wahnsinnig. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt glauben soll. Aber ich sag dir, wenn du irgendwann für dich die Entscheidung getroffen hast, das geht nicht, dann trenn dich auch. Das ist das Ehrlichste und das Beste und für dich auch. Nein, das mache ich ja, Männer. Ja. Wenn das nicht funktionieren sollte, ich werde keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Leuten oder oder sonst was. Ja. Also wenn, dann, ich wollte es erstmal versuchen, wenn ich es schon so weit gebracht habe. Natürlich, ja, genau. Dann zieh es auch erstmal ein bisschen weiter durch. Ich habe mir das überlegt. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist schwierig jetzt für mich. Also ich
wirklich nicht entscheiden. Also mir kann wirklich keiner helfen. Nee, da musst du jetzt noch ein bisschen Zeit vergehen lassen und das gemeinsam erleben und dann weiß man das. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Nadja. Grüß deinen Bruder nochmal herzlich von mir und hoffentlich fügt sich das bei euch ja doch. Das wäre doch sehr schön. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mit dir also im Fernsehen sprechen könnte. Nur hat's geklappt. Ja. Ich hab mich sehr gefreut und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Eva. Und Eva ist 33. Hallo Eva. Ja, hallo Domian. Hallo Eva. Ja, bei mir geht's um meinen Vater. Mhm. Und bei meinem Vater haben sie vor 6 Wochen Krebs festgestellt. Mhm. Darmkrebs. Oh, war ja. Und ist jetzt auch wieder zu Hause und erholt sich ganz gut. Aber meine Sorge ist so ein bisschen, dass er auf Dauer halt doch daran sterben wird. Wie alt ist dein Vater? 71. 71. Mhm. Wie ist denn die Diagnose? Wie stark ist der Krebs ausgebreitet? Was sind die Überlegungen der Ärzte, was man tun kann? Ja, also sie haben jetzt operiert am Darm und Ach, er ist schon, operiert worden. Mhm. Und einen künstlichen Ausgang. Genau. Mhm. Und wenn er sich jetzt so weit erholt hat, also er hat total abgebaut, er ist ganz ganz schlapp und hat ganz viel abgenommen, dann wird auch eine Chemotherapie folgen. Mhm. Und ja, ich bin halt selber auch medizinischen Beruf gelernt und weiß insofern auch so ein bisschen Bescheid und Du hast doch sicher mit einem behandelnden Arzt gesprochen schon, oder? Ja, aber die sagen einem natürlich auch nicht vor den Kopf, so ein halbes Jahr wird es noch dauern, oder? Nee, aber die können doch sicher schon sagen, es gibt eine recht optimistische Prognose oder eine hoffnungsvolle Prognose, oder die sagen, es sieht nicht gut aus. Ja, also meiner Mutter hat man gesagt, dass das so, also der eigentliche Herd weg ist und dass die Prognose wohl ganz gut aussieht, aber ich weiß es nicht. Also es gibt sonst im Körper keine Tumorstreuung. Doch. Darum, es sind Lebermetastasen da. Ach so. Darum habe ich, aber wie gesagt, mein Problem ist halt, dass das Verhältnis zu meinem Vater ist also sehr distanziert. Immer schon gewesen oder jetzt durch die Krankheit? Nee, eigentlich immer schon gewesen. Warum? Genauso wie zu meinem Bruder. Ja, ich weiß nicht, man kommt einfach an die Herren unserer Familie nicht so ran. Also es ist ganz schwierig. Also ich habe auch mit meinem Bruder schon mal versucht, das zu klären. Also habe ihm einen sehr, sehr persönlichen Brief geschrieben. In einer Zeit, wo es mir auch nicht so gut ging, und habe ihm halt geschrieben, warum, weshalb, und habe ihm auch geschrieben, wie wichtig er mir ist, und habe also nur zurückbekommen, so danke für den Brief. Also. Ah ja. Und deinen Vater hast du noch nie angesprochen? Nee, und ich habe irgendwie jetzt so ein bisschen die Angst, also ich habe vorher schon immer den Druck gehabt, ja, du musst mal reden und du musst das mal klären und du willst das mal klären. Und du hast Angst, dass er jetzt vielleicht nicht mehr lange lebt und es ist, dass man das versäumt hat. Genau. Dann irgendwann. War das immer schon so, deine ganze Jugend und Kindheit, dass der Vater eher so auf Distanz war? Ja. Aber er war nicht gewalttätig zu dir? Nein. Er war einfach nur verschlossen und... Also mein Vater ist ein Herzensguter, wenn ich jetzt sage, von dem kann ich jeden Gefallen kriegen und... Aber ich weiß überhaupt nicht, wie der so zu mir steht. Also ich bin zurzeit arbeitslos. Hast du denn mit dem Problem, über dieses Problem mit deiner Mutter schon gesprochen? Ja, meine Mutter hat genauso Probleme mit ihm. Ach so, er ist generell ein sehr isoliert, also in sich verschlossener Mensch. Ja. Auch seiner Frau gegenüber. Ja. Hm. Also es ist jetzt besser geworden durch die Krankheit. Ich sag mal, dadurch haben sie wieder ein bisschen mehr zueinander gefunden. Hm. Aber vorher hat er es geschafft, den ganzen Tag nicht mit meiner Mutter zu sprechen. Was natürlich auch sehr schlimm ist für die Mutter. Da hat meine Mutter auch sehr drunter gelitten. Und, wie geht er denn jetzt mit der schlimmen Krankheit um? Auch verschlossen? Ja, ich weiß es nicht. Also in gewissen Situationen, stehen ihm die Tränen in den Augen. Mhm. Also weiß schon, wie ernst das Ganze ist. Mhm. Aber er spricht auch darüber nicht viel. Nee. Was wäre denn die dringlichste Frage, die du deinem Vater stellen würdest wollen? Was ich ihm bedeute, möchte ich wissen. Mhm. Weil ich habe manchmal so das Gefühl, mit meinem Bruder geht er anders um. Und ich fühle mich manchmal so ein bisschen, mein Bruder hat mehr erreicht im Leben als ich. Mhm. Und ich bin zurzeit arbeitslos und das auch, weil ich
naja, aus psychischen Gründen halt auch arbeitslos, was er auch nie ganz akzeptiert hat oder auch nicht versteht. Also es gab eine psychische Erkrankung und genau. Das hat er nicht so richtig ernst genommen. Ja, oder? Und jetzt kommen auch so Sprüche wie, wenn meine Eltern Hilfe brauchen, helfe ich natürlich gerne, aber dann kommen so Sprüche, er hat letztens angerufen und na, bist du wach, du wolltest doch Rasen schneiden und von wegen, ja, du bist doch den ganzen Tag zu Hause, du kannst das doch machen. Und ach so, er nimmt das vielleicht gar nicht so richtig ernst, die Erkrankung. Vielleicht versteht er sie auch nicht richtig. Was ist das für eine Erkrankung, wenn ich fragen darf? Also ich war vor längerer Zeit in der Klinik aufgrund von Depressionen und halt, ich habe starke Stimmungsschwankungen. Mhm. Ja gut, Depressionen haben ja nun, die Krankheit Depression ist ja eine sehr, sehr weit verbreitete Krankheit. Sicher, wenn Leute nicht informiert sind, die denken dann, naja, die ist ein bisschen schlecht drauf und vielleicht auch ein bisschen faul und zieht sich so zurück. Mhm. Das ist natürlich alles völliger Unsinn. Das ist eine anerkannte, schwere seelische Erkrankung. Meinst du, dass er das wirklich weiß? Hat man ihm das mal so erklärt, dass es eine wirkliche, schwere Erkrankung ist? Also ich habe meinen Eltern auch schon mal Literatur darüber gegeben, also eine Infobroschüre. Und mit meiner Mutter habe ich sehr viel eigentlich auch drüber gesprochen und ja, wie gesagt, damals haben sie mich dann auch mal einmal in der Klinik besucht, aber ich wollte dann nachher auch nicht mehr, dass sie kommen, weil ich auch so das Gefühl hatte, dass sie nicht so ganz das verstanden haben, warum ich denn da hingegangen bin, weil ich bin da freiwillig hingegangen. Und ja. Was hat denn dein Vater eigentlich vom Beruf gemacht vorher? Einen handwerklichen Beruf. Handwerklichen Beruf. Mhm. Und ist ja nun jetzt auch schon lange Rentner dann. Ja. Ja. Also, da sind viele, viele Fragen bei dir, ne? Und du tappst da so im Dunkeln. Du weißt nicht, ob der Vater das ernst nimmt, wie erkrankt du warst oder bist, ob er dich schätzt, ja, ob er dich liebt. Ich selber zum Beispiel traue mir nicht zu, wieder einen ganzen Tag arbeiten zu gehen. Und meine Psychologin bzw. mein behandelnder Arzt, die raten mir auch davon ab. Die meinen, ich würde mich da zu sehr dann überfordern und wieder abrutschen. Und wenn ich das dann erzähle zu Hause, dann ja, du sollst du nicht den ganzen Tag wieder arbeiten können, ist doch Quatsch so. Und also du sollst den ganzen Tag wieder arbeiten? Ja, natürlich. Ich fühle mich da auch irgendwie so unter Druck gesetzt, weil wie gesagt, ich suche im Moment eine Stelle. Und Hast du dir denn mal die Mühe gemacht? Ich meine, man kann das ja auch nicht voraussetzen, dass jeder Mann genau weiß, was diese Krankheit bedeutet. Hast du im Gespräch dir denn mal die Mühe gemacht, ihm das zu erklären, wie schlimm diese Erkrankung ist und wie viele Menschen darunter leiden? Nein, noch nicht richtig, aber ich sehe da auch kein großes Weiterkommen, weil das, ja, weiß ich nicht, ziemlich schnell dann abgetan wird. Und okay, aber dich plagt ja eine ganz große Sorge, nämlich, dass der Vater eventuell versterben könnte und du hast noch wichtige Dinge mit ihm nicht besprochen. Ja, es war zum Beispiel so, als er jetzt im Krankenhaus war, als es ihm wirklich richtig schlecht ging, da hatte ich Berührungsängste meinem eigenen Vater gegenüber. Mhm. Also ich hatte da totale Angst gehabt, dass er jetzt stirbt. Das war wirklich... Aber Eva, dann nutze doch die Chance, dass es deinem Vater jetzt offensichtlich einigermaßen passabel wieder geht. Und dass er ansprechbar ist. Nutze doch die Zeit und sprich mit ihm. Brich doch mal dieses Schweigen, was ihr offensichtlich um euch herum gehüllt habt, auf. Und frag ihn mal einfach, was bedeutest du mir? Sag doch mal einfach Sachen, die du deinem Vater noch nie gesagt hast. Ja, aber dann muss ich wieder gleich anfangen zu weinen. Ich habe auch dann Angst, dass ich wieder von ihm verletzt werde, weil ja, wie gesagt, das, was mein Bruder damals dann da als Reaktion zurückgegeben hat, das hatte mich halt auch sehr verletzt. Mhm. Naja, du kannst es ja vielleicht freundlich einleiten, nicht, dass du ihm einen Vorwurf machst, sondern dass du einfach sagst, dass dir das jetzt auch sehr nahe geht, dass er so krank ist. Und du würdest gerne mal einfach ein bisschen mal mit ihm reden über Dinge, die ihr beide noch nie so gesprochen habt. Wer weiß, vielleicht so eine schwere Krankheit macht mit jedem Menschen etwas. Vielleicht ist er jetzt auch empfänglicher, nachdem er so einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen hat müssen. Ja, ich merke im Moment total, dass ich so sehr wenig überhaupt von meinem Vater weiß. Es sind ja noch einige Sachen auf den Tisch gekommen von früher, dass zum Beispiel sein Vater auch an Krebs erkrankt war. Das waren Dinge, habe ich immer gesagt, die wusste ich gar nicht. Und dann denke ich immer, mein Gott, wie schlecht kennst du deine eigene Familie? Ich kann im Moment nicht einschätzen, wie labil du bist. Deswegen würde ich dir raten, wenn du bist in einer Therapie im Moment, ne, oder bei einem Arzt. Ja. Sprich das mit dem doch mal ab, was der sagt. Der kann dich ja viel besser beurteilen. Ob er das auch für gut erachtet, dass du einfach mal dieses Gespräch suchst. Ich würde sagen, wenn du einigermaßen okay bist,
würde ich das an deiner Stelle riskieren. Weil jetzt hast du die Chance noch dazu. Irgendwann wirst du sie nicht mehr haben und dann machst du dir Vorwürfe. Ja, das ist halt meine Angst. Ne? Ja, und wenn du merkst, das geht, es geht nicht, dann kannst du dich immer noch aus dem Gespräch zurückziehen und sagen, okay, es geht halt nicht. Der Papa ist, wie er ist und ich kann ihn auch jetzt nicht mehr verändern, wo er schon so alt ist. Aber ich habe es zumindest versucht. Ja, ich meine, wenn ich so mitkriege, wie herzlich das Verhältnis in manchen Familien ist, dann macht mich das immer so traurig, weil es bei uns halt nicht so ist. So. Unternimm einen Versuch, Eva. Unternimm ihn jetzt bald. Es ist vielleicht nicht genügend Zeit mehr da, um noch sehr, sehr viel Zeit vergehen zu lassen. Als ich letztens wieder arbeitslos geworden bin, da mochte ich das meinem Vater zum Beispiel noch nicht mal erzählen. So, meine Mutter wusste es, weiß es jetzt mittlerweile auch, aber weil ich genau wusste, ja, da hat er kein Verständnis für, dass ich den Job bald geschmissen habe. Also, ich habe dir meine Meinung gesagt, Eva. Ja. Vielleicht stimmst du es wirklich mit deinem Arzt ab, dann geht man ganz auf Nummer sicher. Aber grundsätzlich würde ich sagen, versuch es, wenn es nicht funktioniert, dann zieh dich zurück, aber du hast es versucht. Ich wünsche dir und deinem Papa wirklich von Herzen alles Gute und alles Liebe. Tschüss, ja, danke, tschüss, Eva. Dass ich mal mit dir sprechen durfte. Ja, sehr gerne. Tschüss, Eva. Okay, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt Verwandte. Ich möchte gerne mit euch über Erlebnisse mit Verwandten oder mit einem Verwandten sprechen. Erlebnisse, gute Erlebnisse, schlechte Erlebnisse, merkwürdige Erlebnisse, heimliche Erlebnisse. Es geht weiter mit dem Horst und Horst ist 48 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Horst, schön, dass du da bist. Erstmal möchte ich sagen, dass ich das erste Mal nach zig Jahren überhaupt mal durchkam. Ach, hier. Das ist ja toll. Das ja, ist ja toll. Das ist toll, ein Phänomen, aber ist auch egal immer. Ne? Ja. Das Problem ist immer, ich rufe an, immer, ich habe Probleme mit meinem jüngeren Bruder, mehr oder weniger mit. Ne? Wie alt ist der denn? Der ist 8 Jahre jünger als ich. 40. Ja, dementsprechend abziehen, 40 Jahre, er ist 41 geworden, also nicht, ich werde jetzt 49, ich bin jetzt schon fast 49. Mhm. Aber darum geht's gar nicht. Dieser junge Mensch immer, den ich geliebt habe immer, bis auf den Punkt. Domian, ich sehe dich hier zeitversetzt, weil ich habe satt an. Ja. Das heißt der Ton, deswegen ich sehe dich, du guckst jetzt komisch, aber ist egal. So, und dieser junge Mensch hat sich ja 30 immer, wie gesagt, meine 7,5 Jahre Beziehung damals immer, das war 1989, ist die Beziehung beendet worden. Mhm. Auf jeden Fall ganz komplett kaputt zu machen mit. Er hat sämtliche Freiheiten bei mir gehabt. Er war mein Nesthäkchen. Ich habe ihn geliebt. Ich habe alles für ihn getan. Moment, er hat eine Beziehung, die du hattest mit einer Frau kaputt gemacht? Ja, sicher. Mit meiner damaligen, immer super, immer nennten Kirsten. Was hat er gemacht? Ja, er hat sich eben mal in unsere Beziehung reingesteimt. Ich war damals selbstständig, habe ihm wenig Zeit gehabt, aber das wenig Zeit kann man nicht sagen. Aber er hat ja nicht die Frau ausgespannt. Doch, sicher. Klar. Doch, er hat sie ausgespannt. Der ist ja jetzt verheiratet sogar. Ach so. Oh. Jetzt im Moment noch verheiratet. Hier kommen noch mehrere Sachen, also du wirst erstaunt sein. Moment, das ist ja schon mal ein Hammer. Ja, du warst, Moment, ich halte es mal fest, du warst mit dieser Frau damals 7 Jahre zusammen. 7,5 Jahre. 7,5 Jahre und er hat dir die Frau ausgespannt. Heute ist er mit der Frau zusammen. Jetzt, er ist verheiratet mit ihr. Es war ja damals so, immer, wie gesagt, er war mein kleiner, jüngerer Bruder mit. Er kam immer ganz frei und locker rein. Mhm. Ich habe mich jeden Tag auf diesen Jungen gefreut. Mhm. Mein kleiner Bruder ist da. Mhm. Und wenn ich in der Werkstatt war, in meiner Autowerkstatt, ich habe offiziell immer richtig immer Autowerkstatt gehabt mit, dann kamen Anrufe wie, Horst, wann kommst du denn immer? Ich bin jetzt bei dir zu Hause, bei der Kirsten. Ich habe ein super Video mitgebracht mit allem drum und dran. Ne? Wie lange brauchst du denn noch? Sag ich, oh Rainer, ich brauche nur 2-3 Stunden. Da wusste er ganz genau, alles war gezielt. Eben halt darauf abgetan, eben halt, wie gesagt, er wusste... Aber das ist ja ein ganz herber Schlag, wenn du den so geliebt hast und der macht dir deine Beziehung kaputt. Domian, ich habe mich für diesen Jungen geprügelt. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis heute zu dem? Verhältnis heute zu ihm ist, ich würde ihm wahrscheinlich ins Gesicht schlagen oder so. Also ihr habt gar keinen Kontakt mehr miteinander? Nach dem jüngsten Vorfall nicht mehr. Was war der jüngste Vorfall? Der jüngste Vorfall, den erkläre ich dir jetzt mal. Wir sind mit 7 Kindern zu Hause. Mhm. Also wir sind mit 5 Jungs und 2 Mädels. Mhm. Und ein anderer Bruder, der hatte auch Probleme, Beziehungsprobleme, ist Polizist, er ist ein ganz netter, ist halt im Grunde, der hat endlich nach zig Jahren eine Frau gefunden mit einem behinderten Kind und einer 17-jährigen Tochter mit einem. Mit der ist er auch verheiratet, auch glücklich, da funktioniert alles, die beiden passen zusammen, nach seinen ganzen Irrgängen im Leben mit einem hat er endlich eine Frau gefunden. Mhm. Und was macht mein kleiner Bruder, Rainer heißt dieses, Entschuldigung, das sage ich jetzt nicht, aber was macht er? Er macht sich an seine angeheiratete 17-jährige Nichte ran mit einem, mit der er jetzt zusammen ist mit einem. Seine Ehe mit meiner damaligen Ex ist kaputt mit einem, richtig komplett kaputt mit einem. Die wohnen zwar noch zusammen, aber... Also er hat quasi jetzt dem zweiten Bruder richtig, das Leben kaputt gemacht. Das Leben kaputt gemacht mit einem drum und dran.
Die andere, hast du ihn dir denn mal richtig vorgeknöpft? Wenn ich mir den vorknöpfe, nee, dann lass mal lieber. Also, dann gibt's, wird's hart. Ich war früher Amateurboxer, wie alle ja. Brüder. Also, aber damals, als er dir deine Frau ausgespannt hat. Doch, da habe ich ihr Gas gegeben, meine Eltern haben das Schlimmste vermieden. Also, ihr habt euch gekloppt? Ja, der kloppt sich nicht, der ist zu feige. Der ist zwar größer als ich mit allem drum und dran, ich bin nur 1,69 groß mit allem, aber ein absoluter Wessor. Aber wenn der solche Sachen macht, ist der doch das schwarze Schaf in der Familie auch, der oder? Der ist das schwarze Schaf in der Familie mit allem drum und dran. Er hat auch noch andere Intrigen, er hat so viel Intrigen in seinem Leben immer halt gebracht mit einem. Er hat meine Eltern geklaut. Also wir sind keine asoziale Familie. Mein Vater war immer ein schwer arbeitender, stellvertretender Laborleiter. Wir haben nie mal Geld genug, trotz 7 Kinder. Wir waren nie Assis und so weiter. Aber er ist eben halt... Ich weiß nicht, wo das herkommt. Diese Sache mit deiner Frau, wie lange liegt das ja schon zurück? Beendet hatten wir, oder hatte sie die Beziehung dann, sie ist mit ihm dann zusammen. Ja, die haben sogar noch mein Geld mitgenommen, auf meine Kosten sich eine Wohnung eingerichtet. Ich wusste ja von nichts. Ich wusste noch niemals bis zum Tag der Trennung, dass die ein Verhältnis hatten. So geschickt haben die beiden. Wie lange lief das denn parallel, heimlich? 3 Jahre. 3 Jahre lief Drei das parallel? 3 Jahre von 7,5 Jahren. Und wie ist es rausgekommen? Ich habe Vermutung, hatte ich schon angestellt, aber dann kamen Sprüche. Du vertraust deinem Bruder nicht, du bist doch krank im Hirn, komm mal wieder runter. Wenn ich mal irgendwie eine Andeutung gemacht hätte, zwischen euch beiden ist da was irgendwie, Rainer. Ich wollte mit ihm reden. Und dann habe ich mich sogar entschuldigt dafür, der Rainer immer zu gestern. Ich war wohl irgendwie, das war wohl nicht ganz richtig. Durch was kam es denn dann endgültig raus? Durch was kam es raus? 3 Monate nach der Trennung. 3 Monate nach der Trennung, Domian, haben mich Bekannte, also Freunde mehr oder weniger angesprochen. Ich war in Trauer. Also ich muss sagen, ich habe 6 Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Moment mal, du hast dich getrennt, ohne zu wissen, dass deine... Ich habe mich nicht getrennt. Die Frau hat sich getrennt. Ohne zu wissen, dass ja, dein Bruder die Ursache ist. Sie kann mit mir nicht mehr leben, mit allem. Verstehe. Das ist so eingefahren. Und das ist im Nachhinein dann rausgekommen. Die hat mir keine Adresse genannt, wo sie jetzt neu hinzieht mit allem drum und dran. Und so circa eben mal 3 Monate danach kam dann raus eben mal halt über Freunde, hör mal zu, Horst, mach dich doch nicht kaputt, hör auf mit der Sauferei jetzt. Ja, ich muss sagen, ich hatte damals dann eben halt mich wirklich hängen lassen mit allem. Hatte dann auch einen schweren Unfall auf dem Polterabend, bin dann 5 Meter eben halt auf eine Betonplatte geknallt, also in der Tiefe. Also ich merke schon, da dieser Junge... Der hat mir mein Leben kaputt gemacht. Der hat ja mein Leben kaputt. Wie viele Jahre liegt das jetzt zurück? Das war 89. Jetzt. 89? Das ist so lange her. Und du, dann der Unfall. Das ist so lange her. Und du platzt, ich höre es ja, du platzt noch vor Wut. Sicher platze ich vor Wut, weil er hat mir das Versprechen. Nach 6 Jahren habe ich mich endlich mit ihm ausgesprochen. Ich habe ihm gesagt, Rainer, bringst du noch einmal in so einer Beziehung, hier in der Familie, irgendwie was und so weiter. Nun ist es wieder passiert. Jetzt ist es wieder passiert. Was bedeutet das für dich? Ist jetzt dieser Bruder für dich quasi gestorben? Absolut. Ja. Ja, ich habe keine Hoffnung mehr. Wird der dir irgendwie über den Weg laufen oder wohnt der weit weg? Der wohnt sogar an für sich in der Nähe hier. Also ich bin verheiratet jetzt, wie gesagt, an für sich sehr, sehr glücklich sogar. Hab eine tolle Frau gefunden mit allem, ne? Also es kann sein, dass er dir über den Weg läuft. Der ist mir oft über den Weg gelaufen. Aber dann gibt es nicht mal einen Gruß. Ich missachte ihn. Er hat versucht, an mich ranzurobben, wollte Erklärungen starten und ich habe gesagt, Rainer, lass mich nur in Ruhe. Das ist natürlich wirklich... sautraurig, ne? Wenn man den eigenen Bruder, aber ich kann nicht verstehen, ich würde genauso reagieren, glaube ich. Ich habe da noch andere Brüder mit allem drum und dran, aber der ist in der ganzen Familie durch mit. Ja, aber das Schlimme ist ja in dem Fall auch bei dir, dass du sagst, dass der dir früher so wichtig war und dass dein Liebling war, ne? Ja. Der war mein Liebling. Ich war früher zum Beispiel, ich habe früher Musik gemacht. Er konnte mitfahren als 15-Jähriger auf Punkkonzerten, ich war Bassist in der Band mit einem, überall, ich habe ihn überall mit hingenommen, überall also in den Kreisen mit. Ganz, ganz tiefe Enttäuschung. Abgrundtiefe Enttäuschung, ne? Hast du es erlebt mit ihm? Vor allen Dingen die Art. Dieses Gewiefte, verstehst du das? Das heißt also praktisch immer, halt, er hat schon damals, weil ich so nach den Jahren alles rausgekriegt habe, immer genau abgepasst, was tue ich, was kann er dann tun? Immer diese Gegenreaktion. Ne? Und da ist ein Mensch immer, halt, also das ist Verwandtschaft immer. Halt, also Horst, ich hoffe, dass dir so etwas nie wieder passiert. Und ist mir danach doch mal passiert. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, wie, mit ihm nochmal? Nein, mit einem anderen Bruder. Aber das war... Das ist eine andere Geschichte. Ich wünsche auf jeden Fall, dass du einen gewissen Abstand zu dieser Geschichte bekommst. Domian, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, ist mir völlig klar. Aber sowas frisst einen auf, wenn man nicht davon loslassen kann. Na, loslassen kann ich schon davon. Nur wenn ich ihn ständig immer sehe mit einem in seiner schleimigen Art. Stimmt, dann ist es natürlich wieder alles auf 150. Dann ist das Problem mit einem. Lieber Horst, dennoch, du hast eine tolle Frau, hast du mir erzählt, das ist wichtig. Und ich wünsche Domian, euch... Domian, ein Autogramm hätte ich. Ja, du kriegst... Wenn ich schon mal durchkomme. Ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Und ihr seid eben halt die
also wirklich eine ganz tolle Crew. Dankeschön, das ist ja nett von dir, dass du sagst. Okay. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Daniela. Daniela ist 30. Guten Morgen. Hallo. Hallo Daniela. Schön, dass ich oft rankomme. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Auch zum Thema Verwandte. Ja, es geht darum, dass ich ein sehr zwiegespaltenes Denken über meinen Vater habe. Mhm. Warum? Es fing damit an, dass ich halt geboren wurde und ein anderer Junge schon in der Mache war mit einer anderen Frau. Mhm. Das ist das Grundverhältnis zu meinem Vater. Also er hat uns, also meine Schwester, meine ältere Schwester und mich im Stich gelassen für einen anderen Sohn, den er gerade gezeugt hatte, als ich geboren wurde. Dann ist er mit der Frau zusammengekommen. Genau, also er hat uns beide verlassen und meine Mutter. Und ist es wichtig, dass das ja, ein Sohn ist, weil es ein Sohn war? Oder lag es an der Frau? Ich glaube, es war wichtig, dass es ein Sohn war, weil ich war das geplante Kind. Meine Schwester, die Ältere, war halt ein Unfall. Meine Mutter war 18, Hotelfachfrau gelernt und dann Musiker kennengelernt. Kind, ups, passiert, heiraten war halt. Schönen Hof gekauft, also beziehungsweise den Hof fertig gemacht, ist auch gar nicht so wichtig, aber was halt passiert ist, ich bin geboren am 5. März und mein Halbbruder ist geboren am 23. Dezember. Wenn man jetzt nachrechnet, sind es circa 9 Monate und 2,5 Wochen, also es passt fast genau. Das heißt, du warst gerade auf der Welt? Ich bin auf die Welt gekommen und mein Vater war an meiner Geburt auf gerade einer Musiktour. Und der war enttäuscht, dass du ein Mädchen bist? Genau, weil ich hieß Daniel und war ein Junge. Ah, so war es geplant. Ich kam auf die Welt und ich war eine Daniela. Und warst ein Mädchen? Genau. Und das war gar nicht sein Ding, er wollte einen Jungen haben. Genau, und dann war es halt so, dass meine Mutter es nach 3 Jahren rausgekriegt hat, dass er halt noch eine Frau hat, die auch schwanger war, von diesem Mann halt. Und meine Mutter hat halt gesagt, du kannst dich entscheiden, ich bleibe bei dir, wenn du sagst, ich will zu euch. Er hat sich halt für den Jungen entschieden und die Frau. Wie bist du aufgewachsen? Ganz ohne deinen Vater oder gab es ab und zu Kontakt? Es gab Kontakte, Sommerferien 2 Wochen und so circa 5 Tage im Winter und das bis zu meinem 8. Lebensjahr. Das war mein Traumpapa, weil er super nett natürlich war. Ja. Wir hatten ein ganz tolles, großes Haus und wir haben ganz toll gelebt und wir haben halt von Sozialhilfe gelebt. Also und wir haben sehr minimal gelebt und wir haben sehr toll gelebt. Also wenn wir da hinkamen, das war der tollste Urlaub überhaupt immer. Und die dann folgende Zeit, als du so Jugendliche wurdest, war der Kontakt dann auch noch eng? Das habe ich nicht mitbekommen, da er sich, als ich 9 geworden bin, also ich war noch nicht 9, also es war Februar, habe ich die Nachricht bekommen, es war ein Tag, wo Karneval gefeiert wird. Es war ein katholischer Feiertag und ich bin katholisch erzogen worden. War ein katholischer Feiertag, Karneval halt, hat meine Mutter mir berichtet, dass mein Vater sich mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen hat. Ach so, ich war davon aus, dass er noch lebt. Ja, er lebt noch. Ach, er lebt noch, Gott sei Dank. Nee. Ach, das war ein Versehen oder ein Selbsttötungsversuch? Er hat versucht, sich umzubringen, auf jeden Fall. Er hat versucht, sich umzubringen. Mit welchen Folgen? Mit den Folgen, dass er halt schwerstbehindert ist, er muss Medikamente schlucken, er hat teils seine Gedächtnis, also das Gedächtnis funktioniert fast gar nicht mehr. Hattest du denn dann als Jugendliche Kontakt zu diesem kranken Mann? Wie gesagt, von 9 Jahren an, er lag circa 1,5 Jahre im Koma, ist dann wunderweisermäßig, also hat keiner gedacht, dass er jemals wieder aufwacht. Da war ich 11 Jahre, da ist er aufgewacht. Als ich 12 war, sind wir dann hingefahren und er hat uns damit gezeigt, dass er uns Geld in die Hand gedrückt hat, dass er uns erkennt oder weiß, dass wir die Kinder sind. Aber ich glaube auch nur, weil meine Mutter dabei war. Wie lange hast du ihn denn jetzt nicht mehr gesehen, zum Beispiel? 5 Jahre ungefähr. 5 Jahre. Also wir telefonieren zwar ab und zu noch, aber es ist halt so, dass ich habe echt einen Hass eigentlich. Warum? Überleg doch mal, dieser Mensch hat ich bin geplant gewesen, nur weil ich kein Junge war, verlässt er uns und lässt meine Mutter in einer total furchtbaren Situation sitzen. Keine das ist natürlich sehr schlimm, das ist natürlich jetzt sehr schlimm, dass er die Erkrankung, die Behinderung hat, dass du gar nicht mit ihm... Ich kann nicht böse auf ihn sein, er ist vor allen Dingen kannst du auch nicht mit ihm reden, ne? Nee, ich versuche es ja, ich habe es versucht. Ich war schon 3-mal jetzt da, einmal mit 12. Mit meiner Schwester, meiner Mutter zusammen und meinem kleinen anderen Halbbruder, dem neuen Mann, der mir ein wirklich ganz toller Vater ist übrigens.
Ja, aber lass uns über deinen Vater reden. Dein Vater ist jetzt, wie alt ist dein Vater jetzt? 58 ist er. 58. Und der ist aber wie, man kann sagen, er ist älter als meine Omi, die 83 ist. Mhm. Aber das Verhältnis ist nach wie vor zwiegespalten. Auf jeden Fall. Und du könntest auch nicht, wie kann man denn mit ihm kommunizieren? Kann er noch nicken oder? Ja, er kann reden, er lebt alleine mittlerweile, also er kann seinen Haushalt führen, er hat eine Spülmaschine, also. Spricht er? Ja, er kann reden. Er ist kann, er ganz hat klar? Er arbeitet sogar eine Weile lang. Ist er ganz klar im Kopf? Nee, ganz nicht. Das ist ja das Problem. Mhm. Er lebt in so einer kleinen Traumwelt, die er sich natürlich selbst aufgebaut hat. Wenn du bei ihm bist, na gut, du ist es auch schon wieder lange her, dass du bei ihm warst, ist er dann freundlich zu dir? Auf jeden Fall. Sehr herzlich, sehr freundlich. Also das ist ja, die Schwaben sind nun mal sehr herzlich und freundlich, ne? Kann es sein, dass er das vergessen hat? Was passiert ist früher? Ich glaube, nein. Er weiß es ganz genau, weil er mal meiner Mutter einen Brief geschrieben hat, den habe ich gelesen, wo er sehr viel bedauert. Allerdings, Was hält dich davon das, ab? Das, was er falsch gemacht hat, bedauert er nicht, sondern er bedauert nur, dass es passiert ist. Okay. Aber was hält dich davon ab, da du ja so zu Recht auch aufgebracht bist und immer noch sehr emotionalisiert bist, ihn nochmal zu besuchen und es wirklich anzusprechen? Alles. Weil mein Halbbruder halt da ist. Mein Halbbruder ist verheiratet und hat ein Kind. Und er ist sehr präsent. Und mein Halbbruder hat mir das letzte Mal, als ich da war, ins Gesicht gesagt, dass ich sozusagen nicht wagen sollte, nochmal herzukommen. Was hast du denn gemacht beim letzten Mal? Ich habe erklärt, warum ich Unterhalt gefordert habe. Als ich 18 geworden bin, habe ich versucht auszuziehen, weil einfach die Lage zu Hause sehr, sehr kritisch war. Sozialhilfe ist nicht schön. Ich wollte eigenständig sein. Ich habe versucht, mein Abitur zu machen. Habe es auch geschafft. Okay, das sind alles alte Jacken. Du bist jetzt 30. Alte Jacken. Aber dieser Satz halt von meinem Halbbruder, du zockst doch nur unseren Vater ab. Das ist so widerlich. Also, weil er hat das Leben lang nicht für mich gezahlt. Lass mal den Halbbruder raus. Geht es dir darum, eine Klärung mit deinem Vater zu finden? Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, besteht denn die Möglichkeit, dass du alleine mit ihm sprichst oder ist der Halbbruder immer dabei? Nein. Ich habe schon oft mit ihm alleine geredet, am Telefon auch. Aber Weil du gerade sagst, da ist immer der Halbbruder dabei. Ja, weil er erzählt natürlich, weil der Halbbruder ist in seiner Nähe. Der wohnt 5 Kilometer entfernt. So, wenn du ihn anrufen würdest und sagen, Papa oder wie immer du ihn ansprichst. Hermann, ich würde gerne mal vorbeikommen und würde gerne mit dir alleine sprechen. Wäre das zu arrangieren? Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß jetzt schon ganz genau, dass er nicht mit seinen Worten argumentieren könnte, sondern mit den Worten, die ihm von seiner Familie vorgesagt werden. Ja gut, aber... Weil er in seinem Kopf das leider nicht mehr so ganz klar ist. Ich meine, er hat da sieben Stücke von Blei in seinem Schädel. Also, ja, es ist jetzt auch wirklich die Frage, wie man Rücksicht nehmen muss auf einen schwerkranken Mann. Er ist behindert, er nimmt Medikamente. Ja, da musst du natürlich auch vorsichtig sein, dass du ihn nicht zu sehr in die Enge treibst. Vielleicht solltest du es auf einer freundlicheren Ebene es versuchen. Ich meine, dir liegt doch auch daran. Und wenn du das letzte Mal vor fünf Jahren mit ihm gesprochen hast, vielleicht bist du da auch, ich erlebe dich jetzt, du bist ja auch eine ziemlich offensive Frau. Vielleicht solltest du da auch dich ein bisschen mehr zurücknehmen und das vielleicht nicht eskalieren lassen. Ja, aber weil ich halt diesen Hass noch in mir habe, dieser Mensch hat mich geplagt, nur weil ich ein Mädchen bin, hat er mich verlassen. Das brennt innerlich, brennt das in mir. Ich hieß Daniel. Es kann natürlich sein, ja, ich habe verstanden. Keine andere Fantasie, als mich Daniela zu nennen. Ist mir schon klar, dass dir das sehr weh tut. Aber es kann schon sein, dass du mit diesem Schmerz vielleicht immer leben musst, weil du dich mit dem Vater, weil er eben schwerbehindert ist, nicht mehr richtig auseinandersetzen kannst. Genau, ich traue mich nicht. Ja, deswegen war mein Versuch, vielleicht auf einer freundlichen Ebene vielleicht doch mal ein bisschen zu reden. Vielleicht sagt er doch irgendetwas, vielleicht entschuldigt er sich ja sogar bei dir, vielleicht. Ja, schriftlich hat er sich bei meiner Mutter mal entschuldigt. Na, immerhin ist ja schon mal was. Meine Mutter hat nur gelacht, weil es so albern war, weil es nicht das Richtige war. Meine Mutter ist immer noch verletzt. Selbst nach diesem Klar. Ist ja auch verständlich. Ja? Ist ja auch eine ganz schlimme Sache, die er dazu verantworten hat. Ja, eben. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Aber ich dachte jetzt gerade, dass man vielleicht ein bisschen mitleidiger mit ihm umgehen sollte, weil er so...